Oh, aber jetzt Arthur gegen Konzi, das ist ziemlich wichtig tatsächlich. Aber wieder Marth? Da muss ich ja nochmal hier sitzen bleiben. Ja, gerne. Marth gegen Falcon wäre jetzt eigentlich sogar Jungle perfekt gewesen, ne? Aber ich gebe auch ein bisschen Input. Die beiden haben, glaube ich, auch super lang nicht mehr gespielt, fällt mir gerade auf. Na, die haben schon noch gespielt bei einem Weekly vor so 3 Wochen. Ach so, okay, Arthur war da. Ja. Er konnte ja in letzter Liste auch kommen, hatte sie also auch weiß, Vater. Ja. Ja. Und was mir da aufgefallen ist, Arthurs Punish Game ist halt richtig insane. Ja. Es gibt ein paar Sachen, das, was Konsti auch zu mir gesagt hat, da muss er besser die ein, weil es gibt, ja, es gibt ein paar Sachen, die Arthur macht, da könnte man rauskommen. Ja. Aber man muss halt ready dafür sein. Ja, absolut. Und ich fand, Konsti hat im Neutral echt gut gespielt beim Weekly. Aber selber hat er seine Punishes gedroppt. Also ja. Er hat ein paar Edgeguards gedroppt, wurde Reversal teilweise. Und die Gap von den beiden, die hat sich echt nur aufs Punish-Game bezogen. Im Neutral hat Konsti fast schon besser gespielt, würde ich sagen. Ja. Nee, das ist verrückt. Aber ich meine, Konsti, man hat zwar manchmal schon glänzende Momente, aber ist halt leider auch nicht so der Spieler mit den most consistent Punish-Game. Was auch daran liegt, dass er, glaube ich, auch einfach nicht so viel selber practice alleine. Ja. Das zeige ich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ein sehr schlauer Spieler. Ich glaube, mir schön zu sehen, was er heute reißen kann. Ist ja auf jeden Fall auch warmed up. Konsti, meintest du, ist ein sehr schlauer Spieler? Ja, ja, finde ich. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, aber ja. Ich bin gespannt. Also ich finde, wenn die beiden spielen, ist es immer sehr entertaining. Ja, das finde ich auch. Ist ja auch ein Grand Final gewesen von vielen Jedos. Ja, sehr vielen. Aber es ist leider ganz schön oft auf jeden Fall in Arthurs Richtung gegangen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft oder wie viele Sets oder wie viel Prozent Winrate kannst du geben. Also wahrscheinlich besser, als ich denke, aber ist auf jeden Fall in Arthurs Favor. Nee, ich glaube, der gewinnt vielleicht 1 von 9 Sets oder so, glaube ich. Ja, das kann auch so sein. Ja, vielleicht machst du heute einen Unterschied, mal schauen. Hey, aber ich cheere schon für Konsti tatsächlich. Also, ja, klar, ich auch. Ich meine, ist der Underdog. Und Und Arthur ist aber auch irgendwie so ein anderes Level von Melee irgendwie. Also, ja, ich fühle mich auch mal voll dumm, wenn ich gegen Arthur spiele. Ich verstehe auch nicht, was er macht. Weißt du, wenn ich Zane oder so angucke, dann verstehe ich, warum es so gut ist, was er macht. Arthur macht so richtig so counterintuitive Sachen. Ja. Schön. Der Stomp war ein bisschen alles greedy so clean, von ihm. Oh, was? Nice. Wer upsmasht da? Das war sick. Sehr gut. Ja. Ich dachte, er greift die Kante, aber einfach... Hey, diesmal wurde Arthur reversed. Ja, oh nein, er ist nicht an die Ledge gegangen. Aber es geht echt schnell, ne? Dieses es geht so schnell bei denen. Immer. Das ist verrückt. So, also Konsti hat jetzt das 4. Mal genährt in Folge, ja. Was ich gut finde. Also Arthur hat da noch nicht so viele gute Sachen dagegen gemacht. Was Mafia hat so, ne, was Arthur auch super gerne macht, ist ja einfach so unter die Nähr durchdashen, ne? Das ist auch sehr gut, ja. Also halt erstens so aus der Corner rauszukommen, aber auch einfach so dann Whiff Punch bekommen. Und auch ganz schön viele Side-Bees, wie man hier sieht, ne? Arthur ist wirklich, glaube ich, der beste Side-Bee der Welt. Also wirklich. Er weiß immer, wann es klappt und wann es nicht klappt. Weil wenn ich die gleichen Side-Bees mache wie er, dann werde ich geschildgrabt oder so. Ja. Was ist die ganze Zeit beim Stormen? Überlebt er? Ah, das ist nie. Wobei ich weiß nicht, ob... Naja. Ich meine, wenn Marth das 2 von diesen Side-Bees macht, hintereinander. Ja. Und man aber nach der ersten rollt, ist ja easy punish eigentlich. Ja. Die Frage ist, wenn Marth nur die erste Side wie macht und man rollt, kann Marth einen danach noch hauen? Ich weiß es gar nicht. Also weiß nicht, auch nicht. Also ich würde auch sagen, nein. Ja, dann sollte Konsti wahrscheinlich einfach rollen. Ja. Wenn er die Side wie sieht. Okay, alles even. Nein, er hat die Invincibility schon wieder nicht gut gespielt. Ja. Nee, das ist immer super schmerzhaft von Invincibility im ganzen Stock. Der ganze Stock. Ja, der. Okay, der F. Den habe ich auch nicht ganz. Ich glaube, Regrab wäre sogar besser gewesen. Arthur weiß vielleicht mehr als ich. Schade. Oh, krass, dass er den... Er das nie gegrabt hat, ne? So, ne, ich glaube, der hat nach dem Knie ist er nach rechts gedasht. Und dann hat er gegrabt, weil normalerweise kann man es ja nicht Shield grabben. Ja, Knie ist ja blass. Auf Schild. So, er hat jetzt eine Side-B gemacht, glaube ich, oder hat er schon mehr gemacht? Ich finde, eine seltene Side-B-Ratio ist schon gut mit Falcon. Also, nie machen sollte man es nicht.
Besonders gegen Marv ist jetzt halt eigentlich ganz gut. Also besonders wenn die Marvs ein bisschen mehr Aerial-Base spielen. Oh, jetzt hat er schon zwei gemacht. Also da bin ich kein Fan von. Aber ich glaube, wenn man Konzi fragt, dann sagt er doch das Gleiche auch. Ja. Dass man das nur selten machen sollte. Oh, schöne Abwehr. Ja, sehr gute Kombo. Und nie. Oh, ja. Nein, was? Lol. Ja, schade. Aber ich finde, sein Punish Game sieht gar nicht so schlecht aus heute, ne? Ja, also, hey, er hat zwei Stocks verloren, weil er die Invincibility nicht richtig gespielt hat. Also, so ein paar kleine Fehler können das ganze Set entscheiden. Ich glaube auch, er geht jetzt auch einfach straight zu Battlefield oder ist Dreamland einfach der richtige Counterpick? Ja, ist gut. Ich meine, Marv hat halt dann die Yoshis und Fountain, die schon sich ziemlich rough anfühlen für Falcon, weil einfach wenig Platz sehr schwierig ist. Oh, da hat er den Side-Eagle Crouch cancelled, das war sehr gut, aber dann hat er nicht richtig gepunished. Kann er einfach grabben, ne? Ja. Also manchmal muss man dashen und dann grabben, das ist vielleicht nicht ganz so leicht. Oh, das ist ein Stock. Ja. Der Jumper wurde gefressen bei der Abwehr. Komm jetzt, mach was Schlaues in der Invincibility. Nein, er hat gedoublejumped, Mann, man kann so viele andere Sachen machen. Darf er hier bloß nicht sterben? Oh, das war nice. Ja, die Abis, das kann ich ja akzeptieren. Ja, zumindest das. Zumindest die 9% hat er hier mitgenommen, aber ja. Dass er da die Abi gekriegt hat. Ja. Schöner Grab. Ja. Back, ja. Ja, er macht schön weiter. Konzi war in der Player Camp eben schon ein bisschen so unzufrieden mit sich selbst. Aber er führt. Also ich finde, er sollte einfach einen kühlen Kopf drüber. Oh, schön. Er spielt richtig gut gerade. Ja, ich finde auch. Ist halt bloß immer sehr gut, scary gegen Marv an der Edge. Als komm, was wird er diesmal machen? Was wird er diesmal machen? Bitte kein Double-Jump nach oben. Ja, so, das war gut. Okay, er ist einfach in die Ecke gerannt. Das war geil. Und dann den Money Storm bei 0%. Der ist so wichtig. Das ist, was man möchte als Falcon. Ja. Ja. Wow. Den Tournament-Winner direkt mit der Up-Air gepunnelt. Das war ein klasse Stock. Auf einmal sieht das Game ganz anders aus. Super dominant von Konzi. Aber Arthur auf jeden Fall einer, der es auch gerne wieder zurückbringt. Oh, das war so knapp. Der Tomahawk Grab, der hätte Pass getroffen. Kriegt einen Stomp. Oh, das war super. Super Reposition. Oh, Double? Aber Damage zumindest. Ja, Damage ist gut. Ja. Ich glaube, Arthur riecht den Stock auf jeden Fall. Ja, das ist aber Standard im Matchup. Hier darf man als Falcon einfach nicht... der Jump to a Ledge ist gar nicht so schwer zu machen. Aber Arthur, was? Wie findet Arthur immer die Stocks da? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht. Müsste ich mir gleich nochmal angucken. Ab, ja? So, jetzt wird nicht gegrabt. Das ganze Setting von diesem Game Up, muss ich sagen. 31 wie darf man nicht fahren. Super. Nice. Livin? Ah, das ist jetzt aber, wo es ein bisschen dicey. Ja, er hat einfach gewartet. Wow. Nice. Sehr schön von Konzi, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass Arthur auch die Fähigkeit hat, das einfach ganz schnell wieder zurückzubringen. Aber es ist bestimmt auch die Natur einfach des Matchups. Mhm. Wenn alles so... Ja, wenn es so neutral ist, dann fühlt sich Arthur relativ wohl. Aber Konzi fühlt sich relativ wohl, wollte ich sagen. Aber in diesen komischen Chaos-Situationen schafft es Arthur immer irgendwie einen Edge-Card zu kriegen. Ja, oh, das war ein sicker Air-Dodge. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Konzi diese Air-Dodge so weit oben macht, aber jetzt gerade funktionieren sie super gut. Ah, schade. Ja, das ist Stock. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das Neutral auf dieser Stage auch sehr schwer. Früher glaubten ja alle, dass Falcon auf dieser Stage gewinnt, wegen dem Punish Game. Andererseits, seitdem Marvs jetzt Tag chasen, sieht es glaube ich auch ein bisschen anders aus. Ich glaube, wenn du in der Theorie perfekt spielst, dann gewinnt Falcon hier hart auf dieser Stage. Ja? Ja. Kann auf jeden Fall auch gut sein. Ist ja bloß einfach so schwer, weil du kannst, wenn du Tag chased wirst, kannst du zur Edge gehen und an die Kante kommen. Und wenn du als Marv gecombot wirst, dann kommst du nicht wirklich raus aus den Falcon-Kombos. Ja, das stimmt. Ich meine, gegen Marvs Wirbel kann man auch gut slide offen. Ja. Aber auch gerade sehr gutes Weak Knee von Konzi, aber sofort... Hat er wieder die Invincibility nicht umgehen können. Ja, aber auf FD auch auf jeden Fall schwerer. Vielleicht muss er doch an die Edge und... Nein, das ist ein Stock. Er macht, dann muss die Wizzy oder Gozu Hexdash das einmal machen. Ja. Hast du mal gesehen, wie Gozu auf seiner Tastatur hexdasht? Nee, aber ich habe mal gegen ihn online gespielt, der hat mich gefickt. Das ist viel zu gut. Wusstest du, dass er auf seiner Tastatur so spielt? Nein, aber das macht es auf jeden Fall nicht besser, als ich gegen ihn verloren habe. Aber beeindruckend, ja, muss ich schon sagen. Ah, das ist natürlich scary. Schön. Da wollte Arthur zu viel. Shoutouts an Gozu, er ist gerade in Platin Elo Hell gefangen in League of Legends und kommt nicht hoch. Er ist ein richtiger Grinder.
Ja, aber Konzi hat es auch wieder ein bisschen zurückgebracht, ne? Aber ja, jetzt hat Arthur auch die Rolle gerochen. Hoch, hoch. Oh, was? Dass ja, das es geklappt funktioniert hat. Jedes Mal, ne? Ich weiß nicht. Letztes Mal hat es ja geklappt, weil Arthur rausgestrikt hat, ne? Also eigentlich ist das, glaube ich, auch dafür gedacht. Ja, also wenn er den Downhill richtig getimed hätte, dann hätte er ihn bekommen. Ja. Aber Downhill ist ja auch nur draußen für so drei oder so Frames. Ah, das ist es. Komm, Konzi, lass dich nicht... Oh, die erste gute Selfie? Glaubst du, der Upsmash? Oh, das ist ein... Wow! Okay, was macht er jetzt? Einfach rennen? Ja, ja, super. Das war gut. Komm, geh aggressiv. Hab keine Angst vor Marv. Die Sidebys von Arthur catchen in der Luft. Ich finde, guck mal, wenn Konzi gegen mich spielt, der macht einen aggressiven Aerial nacheinander. Auch schön. Ich glaube, er sollte keine Angst haben. Er sollte nicht versuchen, Marvs Moves auszuweichen, sondern einfach ihn zu hauen. True. Oh, der Spotwatch war so klatsch. Ah, shit. Und jetzt ein... Oh, hier darf er nicht paniken. Nein! Er hat die Edge grabben müssen. Nein. Also ich sag's wie es ist, das ist 1:1 ein Weekly-Set von den beiden. Ja, das auf ist jeden immer Fall. So. Ich finde halt, Konstis Punish Game ist voll gut gerade. Konsti, ne? Spielt genauso gut wie Arthur, macht nur ein paar Fehler mehr in so kritischen Situationen. Es ist auf jeden Fall ziemlich even die Match gerade. Der Battlefield finde ich auch der richtige Play. Aber ich glaube, ja, ich glaube, Arthur zerrt auch davon, dass Konsti nervös wird. Ja, ja, ich finde Arthur, er merkt das ja auch, ne? Arthur ist echt so ein Typ, der bleibt einfach cool und reagiert drauf, was passiert. Das, oder er geht immer höher. Fällt seine Chancen besser. Ja. Ja, nice, das war gut. Nee, Er hat noch einen kleinen Mini-Dash gebraucht. Oh, schön. Das war's aber. Der falsche Hitbox, aber trotzdem. Falsche DI von Arthur diesmal. Aber wer hat auch da den Reverse erwartet? So, was wird Konsti jetzt im Neutral machen? Er dashdanced und shieldet und stompt out of shield. Der stompt war interessant. Ich weiß halt nicht, ob dieser... Weiß nicht. Also er hat dann getradet, ne? Aber ich mag nicht, dass Konsti so ängstlich shieldet, weißt du? Ah, okay. Ich finde, er sollte einfach bam, bam, bam in Marv reinspringen, weißt du? Oh, schön. Ja, die Zeit, wie zahlt sich aus? Und schlechte die auf der zweiten Backe, das könnte das Dock sein. Na, schade. Hm. Ich dachte, er wäre noch ein bisschen lower. Ja, er hat versucht, die Get-Up-Attack zu recovern. Kann ich aber verstehen. Oh, was für ein Downhill. Nice. Die Downhill hat er gestern auch voll auf den Mich gemacht. Noch eins? Wow. Sehr schön. Diese Downhills bringen mich gerade hier wirklich zum Lächeln, muss ich sagen. Sehr schön. Naja, der DDR-Smash, den verstehst du auch nicht, oder? Nee. Ah, vielleicht einfach Damage und weiterer Tech Chase. Ja, bringt sich trotzdem noch zum Stock. Wow. Krass, das war gut. Ja, hat trotzdem noch Converter, super, Arthur. Oh Mann. Da hat er den Double Jump noch gecatcht nach der Side B. Das war sick. Oh, und er geht raus. Er hat den Jump gereadet von Konzi. Ja, das war sick. Das war richtig gut. Und jetzt ist, wo es wirklich gefährlich wird. Das gefällt mir, was Konzi gerade macht. Er geht einfach rein. Boah, aber er isst alle. Oh, die Forward, der war so gut. Das war die auch Sweet Spot covered, ne? Ja, die Forward, da kannst du nichts gegen machen als Falcon. Ja. Die ist halt schwer. Die ist schwer zu treffen. Oh, Double Nair. Oh, und diesmal, nee. Der Airdrop hat sich auch, ne? Ja, er hat die gleiche Forward wieder. Schön, nein, aber ich dachte, er hat sich umgebracht. Das war sick. Nice. Oh, hätte er es gewusst, hätte er converten können. Aber es reicht. Komm, jetzt. Aber ich weiß nicht, ob Konzi so ein Comeback. Aber ich glaube natürlich dran. Was wird Arthur jetzt machen? Er dashdanced in der. Ja, er will nicht unter ihn. Er nährt. Oh, schön. Noch eine Nair? Er spot-dodged. Abwehr? Oh. Aber der Downs wahrscheinlich mit Absicht. Das war safe und downed. Ich glaube, der war sogar mit Absicht. Oh, wenn ja, dann. Ah, vielleicht Tipper, ne? Ich glaube, ja, Arthur ist einfach crazy, glaube ich. Mann, aber das ist es. Aber sehr, sehr spannendes Set. Ja, schade, schade. Es war, wie gesagt, es fehlt nicht viel. Ja, ich war. Okay, ich kann nicht mehr, ich muss gehen. Das ist hat fair. Spaß gemacht. Jo, safe.